An der westlichen Grenze des Kremstals liegt das Weingut von Franz und Andrea Preudel in Senftenberg. Seit 10 Generationen betreibt man hier Weinbau auf höchstem Niveau. Und das gleich im doppelten Sinn, denn die meisten Weingärten liegen weit oberhalb des Ortes. Das Hochplateau ist dem Veltliner und dem Zweigelt vorbehalten. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick bis hin zur Donau auf der einen Seite und weit hinein ins Waldviertel auf der anderen. Die Toplagen des Weinguts sind jedoch an Steilhängen platziert, die idyllischer nicht sein könnten. Bis zu 60 Grad beträgt die Steigung am Burgberg hinauf zur Ruine. Wir glauben natürlich oder glauben zu wissen, dass das Gelände sehr viel Einfluss hat. Die Weinrebe ist ja eine Kulturpflanze, die leichten Stress braucht. Daher glauben wir, einen Vorteil zu haben, weil es hier relativ mager ist. Die Rebe muss eigentlich immer kämpfen. Man muss sogar zusätzlich ein bisschen bewässern, man muss immer für Humusaufbau sorgen. Und das hoffen wir, dass man in den Weinen wiederfindet. Und es wird uns an und für sich eigentlich nicht nur in Österreich, sondern international auch bestätigt. Das heißt, wir werden gesucht, weil die Weine doch etwas Eigenständiges sind. Dementsprechend hoch fallen auch immer wieder die Bewertungen aus. 2014 wurde das Weingut im Salon Österreichwein zum Auserwählten erkoren. Eine Prämierung, die nur wenigen Top-Winzern zuteil wird. Besonders gefreut hat sich darüber Sohn Patrick, der auch selbst schon aktiv mitarbeitet. Wir haben gewonnen mit dem Grüner Veltliner Ehrenfels. Das ist unsere Top-Lage in Senftenberg. 1988 hat angefangen zum Rekultivieren. Mittlerweile sind die Stöcke schon alter, wo es einfach super Wein hervorzubringen. Und deswegen sind wir dabei. Der Weg dahin war wortwörtlich steinig, denn Franz Preudel hat in mühsamer Kleinarbeit jede Weingartenstufe selbst ausgebaggert und die Rebzeilen dann terrassenförmig angelegt. Nicht ungefährlich, wie man sich denken kann, denn das Gelände ist nach wie vor steil und nur echte Weinliebhaber wagen die Riebenbegehung mit der Familie. Es gibt hier kaum Boden, und daher ist es relativ sinnvoll, so alle paar Jahre etwas gegen die Verdunstung zu tun, und da hat sich am besten eigentlich Stroh bewährt. Wenn man da schaut, das ist schon schön feucht, wird einfach zu Humus und das ernährt eigentlich in den nächsten Jahren wieder die Rebwurzeln. Das heißt, man hat da keinen zusätzlichen Nährstoffbedarf. Sehr kräftigen Böden funktioniert das nicht, weil da zu wenig Luft in den Boden kommt. Diese Steinböden sind aber so gut durchlüftet, dass man das Stroh eigentlich sehr gut verwenden kann. Was hier wächst, wird manchmal zumindest auch hier verkostet. Gleich oberhalb auf der Burgruine. Ein romantisch schöner Platz mit tollem Ausblick. Ideal für den perfekten Weingenuss. Es wird oft bei Winzern von Winzerpersönlichkeiten gesprochen, damit die ihre Weine besser verkaufen können. Der Franz Preudel ist einer der ganz wenigen, auf den das wirklich zutrifft. Weil er ist jemand, der sich nicht nach dem Publikum richtet, der nicht Gefälligkeitsweine macht, mit dem Hintergedanken, er will möglichst allen gefallen, sondern er macht die Weine, die ihm taugen. Und das sind großartige Weine und du hast die Mineralität, du hast ein ausgewogenes Säurespiel, du hast eine unglaubliche Lagerfähigkeit der Sachen. Und ja, es ist eigentlich, es kommt alles zusammen und das auch noch zu Preisen, die absolut vernünftig sind. Die gesamte Palette an Weinen kann man natürlich im Weingut verkosten. Und das sind nicht gerade wenige. Frischen Wind bringt seit kurzem Sohn Patrick ins Glas mit seinen Generation 10 Weinen. Dominiert wird das gesamte Sortiment vom Grünen Veltliner und vom Riesling, die sich beide durch hohe Lagerfähigkeit auszeichnen. In der alten Vinothek lagern so manche Raritäten, die sich die Familie ab und zu auch selbst mal gönnt. Dieser Riesling schmeckt sogar nach 12 Jahren noch lebendig frisch. In ihm steckt Geduld und Wissen und die gesamte Philosophie des Winzers, der im Einklang mit seiner Umwelt möglichst naturnahe Weine auf Flasche zieht. Allesamt
edle Tropfen aus dem Weingut Preudel. Hochbewertet und eigenständig im Geschmack.